Jo Freunde, was geht? Hier ist wieder euer Joe. Ungewohnte Lage, wir befinden uns gerade kurz vor der Fähre nach Norderney. Wir machen nämlich einen kleinen Ausflug über eine Woche und werden in Norderney schön zelten und uns es gut gehen lassen und einige schmackhafte Gerichte kochen, die ihr natürlich live auf YouTube wieder verfolgen könnt. Ja, wir haben jetzt hier unseren Platz zugewiesen bekommen und werden uns gleich mal ein schönes Fischbrötchen gönnen und dann gucken wir mal. Um 15.15 Uhr geht die Fähre und die anderen Jungs kommen auch noch und dann sehen wir uns wieder. Das Brötchen könnte knuspriger sein, aber es ist eine gute Stärkung. Alles easy, Papa Jaws. Und wir sind auf Norderney angekommen, in einer kurzen Fährüberfahrt, war ein bisschen schaukelig, Maske muss getragen werden, aber wir sind froh, dass wir da sind. Und wir haben bestes Wetter, Sonnenschein, klare Luft und ein weiter Blick aufs Meer. Was will man mehr? Dosenbier genießen, sind unsere drei Kumpanen hier schon angekommen. Dazu geschossen. Und versuchen mit ihren Skills ihr Zelt aufzubauen. Genau so ist das. Wir beobachten das Spektakel. Ja, Freunde, wir befinden uns hier auf dem Zeltplatz. Island heißt er genau. Wir haben hier unser Zelt aufgeschlagen. Eins. Hinter uns ist Nummer zwei. Und da ich Hunger habe, dachte ich mir, ich begutachte mal eben die Qualität und Konsistenz der Nudeln, die, wie man sieht, doch recht massig ist und eine durchgängige Konsistenz erreicht hat. Wir gucken mal, wie das Ergebnis aussieht, wenn die Soße fertig ist. Ja? Spaghetti Bolognese, kann sich nur noch um Stunden handeln, genau. Ja moin, ich darf mal eben melden, dass wir jetzt hier komplett sind auf Norderney. Ne? Wir waren hier eben mit Nils, Jona und Pauli. Und jetzt sind wir auch Corbin. Fies. Und Niklas. Und meine Wenigkeit hier angelangt in unserem zweiten Zelt. Genau, wir sind jetzt drei Nächte hier auf Norderney. Und schöne Gerichte kochen und ein bisschen was uns hier angucken. Schön entspannt, Campingurlaub und genau. Das machen wir. Kochkritik Teil 1. Wir sind seit einigen Stunden hier auf Norderney, haben jetzt versucht, einige Stunden etwas zu kochen. Das Ergebnis seht ihr hier. Insgesamt hat es knapp 90 Minuten gedauert, dieses schöne Gericht anzurichten. Von der Optik her würde ich sagen, kann man damit arbeiten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es nicht essen würde, aber ich bin gespannt auf den Geschmack. Darauf kommt es ja an. Das Auge ist mit, aber der Magen entscheidet. Also dafür, dass wir 90 Minuten lang das gekocht haben, ist es ganz schön kühl, also es ist lauwarm. Ein bisschen Gewürze hätten noch dazu kommen können. Und die Nudeln, ja, weiß ich nicht, schmeckt so ein bisschen wie so ein Reifen, der kein Profil mehr hat. Für den ersten Abend würde ich sagen, es ist gut, dass man nicht gleich mit einem Top-Gericht anfängt und dass wir auf jeden Fall auch ordentlich Steigerungsbedarf haben. Von daher, ich esse den Teller jetzt auf. Wenn ihr morgen noch wieder was von mir hört, dann gab es keine Nachwirkungen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder mit.